Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei uns ist alles neu, auch das Küchenstudio, diesmal bei Eilmannsberger in Rohrbach. Wir freuen uns sehr. Und es kocht für Sie ein junger Koch aus Kirchheim. Sein Name ist Jürgen Grünsteidl und der hat sich einiges vorgenommen. Was machst denn da, Jürgen? Ja, wir machen heute geschmorte Mangalitzerbackerl auf einem Rahmkraut mit Krammelpuffer und einem Quittenessbummer. Ja, das ist schon vielversprechend. Du, ich kümmere mich da ums, wie sagt man, Kleingehackte. Genau, dann fange ich gleich mal mit dem Mangalitzerbackerl an. Die haben wir schon vorgeputzt. Mangalitzerbackerl kommt ursprünglich aus Ungarn, hat Omega-3-Fettsäuren im Fleisch, ist sehr fettreich, wobei das Fett sehr wenig Cholesterin hat. Aha. Wenn Sie jetzt glauben, das schaut so aus, wenn Sie es beim Metzger abholen oder im Maximarkt, wie wir das gemacht haben, dann irren Sie sich, weil das ist ganz fein und schön durchzogen mit sogenannten Parüren. Parüren, die hast du. Genau, also die Parüren kriegt man von den Mangalitzerbackerl, wenn man es zuputzt. Mhm. Das braucht man nachher dann fürs Schmorgericht, dass der Fond, wo wir es dann schmoren, noch intensiver wird vom Geschmack. Mhm. Wir dann jetzt zuerst die Mangalitzerbackerl einmal ein bisschen mit einem Dijon-Senf einstreichen. Herrlich. Du hast ein relativ außergewöhnliches Lokal, gell? Genusswerk, genau. Nennt sie. Und das ist beim Fluchtplatz. Genau. Wir haben sie vor 4 Jahren entschlossen zur Selbstständigkeit und haben ein Lokal gesucht und sind dann auf dem Flugplatz in Kirchheim gestoßen. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das passt zu uns. Was steht bei dir sonst so auf der Karte? Ja, ich mache vorwiegend regionale Küche, aber mit internationalen Schmankerl. Also derzeit habe ich zum Beispiel einen Skrei auf der Karte. Skrei? Ja. Was ist das? Skrei ist der Winterkabel, ja. Den, was nur von Mitte Jänner bis Anfang März gibt. Das ist ein geschützter Fisch. Ist das dann heimisch? Nein, das ist nicht heimisch. Mhm. Wir haben eben so internationale Schmankerl. Und der kommt aber ganz gut an. Skrei, Winterkabel, ja, da haben wir wieder was gelernt, oder? So, dann putzeln wir jetzt die Backerl. Aber ich habe jetzt vorher Butterschmalz in den Topf gegeben. Jetzt müssen wir schauen, dass die Backerl relativ rasch mit einer guten Farbe angebraten werden. Ich liebe Backerl. Sehr gut. Und wenn wir das dann eine gute Stunde dann in den Ofen schieben, dann hat die Butter zart. Na herrlich, he? Stehst dann du selber in der Küche im Genusswerk? Ja, also ich bin in der Küche, meine Frau ist im Service. Aha. Und wir haben noch 2 Mitarbeiter. Okay. Und wenn am Wochenende viel los ist, dann ist auch meine Schwiegermutter noch die fleißige Biene in der Abwasch. Wenn Sie riechen können, wie gut das jetzt riecht, das ist einfach ein Traum da. So, schau her, das Gemüse habe ich da alles vorbereitet. Und im schlimmsten Fall würde ich mich schon um die Kartoffelpuffer annehmen. Da hast du nämlich schon Kartoffeln vorgekocht und ich würde sie durch die Kartoffelpresse drücken. Passt genau, das? Mal durch die Presse. Natürlich für die Puffer mehlige Kartoffeln verwenden, damit wir auch die Stärke dann drinnen haben. So, jetzt gehen wir die letzten Backerl raus. Dann geben wir die Parüren. Parüren ist quasi das, was man runterschneidet. Genau, die Abschnitte, da ist die Silberhaut, muss weg, damit das Fleisch dann schön zart ist. Du kannst eigentlich schon die Krammeln dazugeben, die was wir vorgekocht alles haben. Ja, kannst du alles reinigen. Dann, so, das Eier nehme ich an, kommen dazu, oder? Eidotter? Dotter geben wir dann dazu, genau. Zwei? Gehen wir mal einen rein, ja. Schauen wir uns das einmal an. Ich bin schon neugierig. Könnt ihr das dann auch zu Hause machen, wenn ich jetzt zum Beispiel keine ausgelassenen Krammeln habe, aber so Speckwürfel, die fertig gekauft werden? Beim Maximarkt kriegt man
bei dem ganzen Gericht alles. Mhm. Wobei bei den Mangalitza-Backerl ist immer saisonabhängig, mhm. ob man es kriegt. Mhm. Aber am besten, also so mache ich es ja immer, am besten einfach immer nachfragen, mhm. ob man das vielleicht sogar super bestellen kann. Mhm. Dann kriegt man es vielleicht. Das Kraut, oder? Das können wir dann auch schon ansetzen. Genau, das Kraut werden wir dann auch gleich im Topf ein bisschen anschmoren. Genau, da braucht man sicher Zwiebel dazu. Eine, oder? Eine tut es, genau. So, ich gebe jetzt dann das Gemüse ein bisschen dazu. Im Gemüse ist ein klassisches Wurzelgemüse mit Karotten, gelbe Rüben, ein bisschen Sellerie. Aber auch natürlich Zwiebel und Lauch darf nicht fehlen. Okay, die Puffer müssen wir noch machen und den Quittenessbummer. Quittenessbummer, hör doch auf. Quitte wächst bei mir im eigenen Garten, mhm. und ist immer ein sehr angenehmes Herbst-Winter-Gemüse. Mhm. Da haben wir auch sehr viel Vitamin C. Mhm. Und passend zu dem Gericht sehr gut dazu. Ich glaube, das können wir jetzt einmal abmengen und nachher schauen wir uns an, wie viel Mehl wir noch drunter heben, mhm. damit wir noch eine zusätzliche Bindung. Mhm. Ich werde jetzt das Schmorgericht tomatisieren. Man sieht jetzt schon am Topfboden die Röststoffe. Die was wichtig haben für ein Schmorgericht, dann das Tomatenmark gut mitrösten, nicht überrösten, weil sonst wird das Ganze bitter. Das wollen wir ja auch nicht. So, dann darf ich das Kraut schon dazugeben? Du kannst jetzt das Kraut schon dazugeben, ja. Genau. So, und jetzt ist es soweit, dass wir das Schmorgericht mit einem guten Schuss Rotwein ablöschen. Also man sieht jetzt, dass sie die Röststoffe am Boden ablösen. So. Eben durch das, dass wir es abgeloschen haben. Ich gebe jetzt da nochmal Frischkäse und Mascarpone dazu. Das lassen wir jetzt kurz mit schwitzen. Wir haben natürlich alle Rezepte vom Jürgen für Sie gesammelt, sowohl die Kartoffelpuffer als auch die Schweinsbackerl, als auch das Rahmkraut. Das finden Sie bei uns auf der Homepage. Also viel Vergnügen beim Nachkochen. Jetzt habe ich mit Weißwein abgeloschen ein bisschen. Ja. Habe jetzt ein bisschen einen gemahlenen Kümmel dazugegeben. Und ein bisschen einen Cayenne-Pfeffer haben wir auch dazugegeben. Mhm. Genau, die Backerl, die haben wir jetzt dazu. Yes. Darf ich da ein bisschen aufgießen? Da kannst du jetzt bedeckt aufgießen. Mhm. Und bei wie viel Grad kommt das wie lange ins Rohr? Also bei 180 Grad, mhm. mit Heißluft, eine gute Stunde. Es geht ganz schnell. Und dann würde ich sagen, ab damit ins Rohr. Genau. Was wir jetzt machen, wir warten nicht nur ab, dass dieses wunderbare Schmorgericht fertig wird, sondern wir werden auch dann das Fleisch wieder rausnehmen, wir werden das Gemüse durchpassieren, vielleicht die Soße dann im Anschluss nur ein bisschen binden, mit Maisstärke vielleicht, oder? Ja, mit Maisstärke, dann kriegt man einen schönen Glanz rein. Mhm. Man kann es auch, wenn man es durchpassiert hat, dann noch ein bisschen mit Butterflockerl montieren. Fein. Dann wird das nur mehr ein bisschen gehobener. Ja, da das Kraut tut auch das Seine, dann machen wir noch die Puffer und dann gibt es noch den Espumer dazu. Wir sehen uns nach einer ganz kurzen Pause wieder. Die ganze Woche billig. Jetzt bei Maximarkt die besten Produkte. Eine ganze Woche billiger. 25% auf alle Biere. Zum Beispiel Zipfermerzen, jetzt nur 12,90 Euro pro Kiste. Mama, Maximarkt ist echt stark. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Ja,
Herzlich willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir melden uns von Eilmannsberger in Rohrbach. Es kocht für Sie der Jürgen Grünsteidl vom Genusswerk in Kirchheim. Ein sensationelles Restaurant mit am Flugplatz daneben für Segelflugzeuge, Hobbyflieger. Was war da das? Genau, motorisierte Flieger und Segelflieger. Genau, alles, was im Hobbybereich tätig ist. Wahnsinn. Und dass sogar sein Essen Flügel verleiht, davon werden wir uns jetzt überzeugen. Wir haben Schmorbackerl vom Mangalitzerschwein mit einem tollen Gemüse schon drinnen. Wir haben da jetzt in der Pause das Gemüse schon abgeseit, durchpassiert. Vielleicht werden wir es dann noch ein bisschen die Soße binden, oder? Genau. Was haben wir da? Rahmgemüse? Da haben wir jetzt das Rahmkraut. Mhm. Ja, das Kraut ist soweit fertig. Das stellen wir jetzt einmal auf die Seite. Mhm. Wir werden sie jetzt den Quittenessbummer herrichten. Darf ich da die schon rausbrocken oder ist das zu bald? Die können wir schon machen. Ja. Ich nehme da einfach wieder Schmalz dafür. Genau. Wir hoffen alle, dass sie richtig Hunger haben und das nachmachen und ausprobieren. Und ich hoffe natürlich auch, dass du genau das Gericht bei dir dann auch auf der Karte hast. Jawohl, das Gericht gibt es jetzt dann im Biermärz bei mir auf der Karte. Da werden wir ein Degustationsmenü mit Bier gestalten. Und im Hauptgang gibt es dann die geschmorten Mangalitzerbackerl. Was ist der Biermärz genau? Ja, der Biermärz ist von der Bierregion im Viertel. Eben im März. Es wird Spezialbier für den Biermärz abgefüllt. Mhm. Es ist auch für das Gericht ein bisschen ein stammwürzigeres. Also da präsentiert sich die ganze Region mit den unterschiedlichsten Bieren, die es da gibt. Und wir verherrlichen das dann auch nochmal auf LT1 ordentlich. Wir haben nämlich eine eigene Biersendung für Sie, wo wir Bier verkosten. Und die ist am 12. März auf LT1. Was hast du da ausgesucht für uns heute? Das Aperbier, das ist eben das sogenannte Spezialbier, was die 10 Braumeister im Jänner schon kredenzt haben. Und herrlich zum Trinken. Das probieren wir jetzt. Wir können das jetzt herrlich einschenken. Genau, jetzt lassen wir noch ein bisschen sitzen, dann den Schaum. Gucken, was uns anstoßen. Genau. Prost auf dich, auf die Bierregion natürlich. Prost. Auf Sie zu Hause. Und beim Kochen kriegt man so einen Durst. So, für den Quittenessbummer ist das jetzt dann sehr wichtig, die eingeweichte Gelatine in einem kalten Wasser. Die gibt man dann nicht in einen kochenden Fond dazu, sondern der soll ganz kurz wieder abkühlen, damit ich die Bindung zusammenbringe, die was ich dann wünsche. Jetzt schauen Sie mal, wie schön goldig die geworden sind, bitte. Also das muss man ja da auch herzeigen, wie gut das ist. Nicht schlecht. So, und während du da mit der Gelatine arbeitest, gibt es für Sie zu Hause was zu gewinnen, und zwar einen 50-Euro-Gutschein vom Maximarkt. Da bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Sie können ihn gewinnen, wenn Sie uns schreiben per E-Mail oder per Postkarte, warum gerade Sie diesen Gutschein gerne hätten. Und wir wünschen viel Glück beim Mitmachen. Jetzt ist da die Gelatine drinnen. Genau, ganz kurz kalt stellen. Genau, das schaffen wir jetzt fest drauf. Ja, und damit geht es uns große anrichten, oder? Wir haben die Puffer, wir haben unsere Schmorbackerl, wir haben Krautsalat und wir haben den Espuma. Genau. Okay, leg los. Genau. Wir holen sie jetzt einmal die Backerl aus dem Rohr. So, also 1 bis 1,5 Stunden, 180 Grad hat der Jürgen gesagt. Genau. Super. Und? Die Backerl legen wir jetzt kurz auf den Teller. Und jetzt? Also wir haben sie da jetzt ein bisschen Maisstärke mit kaltem Wasser angerührt. Jetzt lassen wir das einmal aufkochen. Dann legen wir das rein. Was ist deine Anrichtephilosophie? Was machen wir? Also ich hätte jetzt den Puffer als erstes aufs Teller gegeben. Dann hätte man das Kraut auf den Puffer gesetzt. Dann hätte man die Schmorbackerl so seitlich angereiht. Und willst du den Puffer mittig haben oder seitlich? Können wir wegen seitlich auch. Ja, gut. Genau. Zack. Das ist geschafft. Ich gebe jetzt ganz kurz noch die Backerl in die Sauce. Und dann haben wir sie da jetzt. Zwei so Backerl. Na gut. Na, ich freue mich schon. So, und Quittenessbummer. Genau, ein wenig Quittenessbummer gehen wir noch drauf. Wow. Und das Ganze tun wir dann noch mit frischen Kräutern aus. So, und für Sie jetzt nur einmal, wir haben
am 12. März auf LT1 die große Bierverkostung in Zusammenarbeit mit der Bierregion Innviertel. Da freuen wir uns schon sehr darauf. Und du hast als Biertipp heute, als Genusstipp, was ganz Besonderes ausgesucht. Das ist das Appa. Genau. Das Appa ist eben ein spezielles Bier für den Biermärz, wo die ganzen 10 Brauereien sehr Spezialbier ausdenken und dann natürlich rechtzeitig abfüllen für den Biermärz. Wir haben es schon mal verkostet, aber zur Sicherheit schenke ich jetzt nur mal was ein. Auf Sie zu Hause, auf einen gelungenen März, auf einen gelungenen Biermärz und Mahlzeit. Womit fangen wir an? Alles zusammen, oder? Am besten. Am besten ist alles zusammen, genau. Schwierig. Ich probiere mal die Backerl. Oh, die sind aber butterweich, die zerfallen ja richtig. Genau, so soll es sein. Super, fast wie wild dann gemeinsam, genau, gell? Genau. So, und unsere Puffer da, gemeinsam mit dem Kraut. Die krammeln da drinnen, ich mache jetzt die Kartoffelpuffer mit Speck drinnen. Das Beste. Vielen Dank, lieber Jürgen. Auf dich. Danke, Silvia. Prost und auf dich zu Hause. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Sei dabei bei der ersten Bierverkostung im Fernsehen und verkoste die beliebtesten Biere aus der Bierregion Innviertel. Bierbox bestellen unter bierregion.at, ab auf die Couch und los geht's. Die erste Bierverkostung im TV am Samstag, den 12. März ab 18 Uhr aus dem Weberbräu in Ried, exklusiv auf LT1. Ich sehe LT1.